Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, meine Lieben, das Gipfeltreffen steht an. Bedeutet, wir begeben uns zu Hotel Le Ville und machen dann die Hauptquest weiter. Na, yay! Wie wär's mit einer Gondelfahrt? Gerne, zum Hotel Le Ville bitte. In der Nacht sieht das auch atemberaubend schön aus. Vor allem mit den Lichtern und so. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Fahrt über zeigen, weil das natürlich wahrscheinlich einen Moment dauert, bis wir dort ankommen. Deswegen überspringen wir direkt. Viel Spaß! So. Melden Dankeschön. Sie sich, wenn Sie zurück wollen! So, sind wir hier angekommen? Hotel Le Ville? Wahnsinn. Oh! Gibt's noch was zum Einsammeln? Guck mal schnell. Rote Mundharmonika. Er hat sehr lange und bedächtig auf die Kirche gestarrt. Sicher hat ihn der Anblick traurig gestimmt, weil seine Schwester dort heiraten sollte. Ob er von dem Anschlag auf Insomnia nichts wusste, kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt wusste er was, aber durfte seine Schwester nicht warnen. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Umbra besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerungen zurückzuversetzen. Du hast die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte. Bei der Rückkehr in die Vergegenwart kehren Miet-Chocobos automatisch zum Verleih zurück und die Rückkehr zur letzten Unterkunft bringt dich zurück zu Umbra. Das Boot wurde freigeschaltet. Mit dem König im Boot kannst du das offene Meer bereisen. Geh in Altesia, KM oder an Galden Kai an Bord. Okay, cool. Amulett der 24 Emisäre. Ist das normal, dass Gentiane die Augen zu hat? Wenn wir uns da ein bisschen umsehen? Das ist wahrscheinlich so oder so hochgehen. Hallo? Ach, da können wir direkt übernachten, alles klar. Okay. Kann ich da einfach so die Treppe rauf? Ja, ich glaube schon. Gucken, aber wahrscheinlich kommen wir hier nirgendwo in die Tür rein. Altes Buch. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Aha, ja, wir können wahrscheinlich hier einfach übernachten und dann weitergehen, aber es ist nicht speziell, dass wir jetzt hier... Ach komm, wir bleiben schnell in der Nacht hier und übernachten und dann gehen wir am nächsten Tag weiter. Oh, 52 ist trotzdem teuer. Überrufen. Nur schnell so als Interesse. Ins Luzis der Vergangenheit erst Pfötchen geben lassen, nichts tun. Pfötchen geben! Wir können es ins Luzis der Vergangenheit reisen. Ich glaube, das mache ich ein andermal. Klingt aber cool. Okay, habe ich noch nie ausprobiert. Möchten Sie übernachten? Gerne. Sehr gut. Dann ist Stufe gestiegen. Find nach Kampf gelegentlich super Elixiere. Das ist super, Gladio. Selbstauslöser. Talentstufe gestiegen. Oh, das Foto ist gut. Ja. Nicht wahr? Finde ich auch. Stimmt, da können wir noch ein paar schöne Fotos speichern. Tolles Foto, Prompto. Vielleicht sollte ich nach all dem Kämpfen Profifotograf werden. Naja, sein Name ist total im Weg, aber okay. Das ist richtig dunkel. Aber wir nehmen natürlich ein paar Fotos gerne mit als Erinnerung. Aber wir haben nicht mal allzu viel Platz frei, sehe ich gerade. Na, die haben wir auch noch. Das sieht cool aus. Sehr schön, nehmen wir mit. Werden besser die Fotos, Prompto. Hast du gut gemacht. So, jetzt haben wir Tag und
statten wir Chamäleon in Besuch ab? Als hätten wir eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, sehe ich auch so. Na dann. Ja, wo ist die Quest? Also dann! Bis. Immer auch irgendwo die blöde Quest. Zum nächsten Mal! Dort drüben. Also müssen wir dorthin. Regierungsviertel in dem Falle. Überspringen wir das Ganze? Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Mach mir, Dankeschön. Ah, jetzt sind wir schon wieder hier. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, und jetzt, wo ist das genau? Müssen wir da hoch? Voll verwirrend. Okay, wir suchen uns jetzt mal einen Weg dorthin. Also vielleicht müssen wir darüber und kommen wir irgendwo weiter hoch oder so. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wie ich dorthin kommen soll. Okay, wir laufen hier im Kreis. Wollen wir ein Foto machen? Gibt in der Nähe wohl einen schönen Ort. Okay, wenn du meinst, machen wir das. Dann nichts wie hin. Ja, gehen wir. Fotoshooting in der Bar. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Toll, Prompto. Ja, was du meinst, dem Dingens? Oh, Leute, really? Oh, ey, also manchmal, ne? Okay, da fahren wir halt schnell da drüber, aber... Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Hey, wie redest du über unsere exklusiven luzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Nenn bitte Schwarz nicht langweilig, ich trage fast nur Schwarz. Zumindest so Hose und Jacke, sag ich, bei mir immer Schwarz. Schuhe meistens. Das Einzige, was so variiert ist, das Oberteil. Sonst bin ich halt immer schwarz angezogen. Naja, jetzt muss ich überlegen. Wie heißt das? Hier, Schwimmender Markt, Margo. So, dahin müssen wir. Ist zwar nicht weit hier, aber ich überspringe es trotzdem. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hebt bitte Prompto die Schuld, dass wir jetzt hier nochmal einen Abstecher machen, ja? Ich bin unschuldig, ich wurde gezwungen. Ja, da hatten wir doch schon ein Foto, oder nicht? Also los geht's. Fotozeit! Schön. Oh, großartig! Okay. Oder warte. Wie hieß das? Via Palsino? Ist das das nebenan? Sieht aber noch weiter weg aus. Du probierst trotzdem. Wir gehen zum Via Palsino. Überspringen das Ganze. Gott, das ist jetzt so eine richtige Challenge, wie ich dorthin komme. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Genau hierhin wollte ich und dann gehen wir hier die Treppe hoch. Vielleicht kann man dann hoch und rüberlatschen. Ich glaube, das ist gar nicht so eine doofe Idee. Ich glaube, meine Idee ist da gar nicht so blöd. Wir kommen dem Ganzen zumindest näher. So. Das sieht gut aus. Sehr schön. Da müssen wir hin. Ich muss noch einkaufen. Die Residenz betreten. Sobald die Verhandlungen mit der Premierministerin begonnen haben, kannst du nicht mehr in die Stadt zurückkehren. Ja.
Danke, dass ihr gekommen seid. Die Verhandlungen mit der Premierministerin stehen unmittelbar bevor. Jetzt kann Dr. Spice aber welches das Zeug zum Staatsmann hat. Ach du Hölle, das wird so schief gehen. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Camille erstmal danken, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Für den König von Luzis habe ich immer Zeit. Erst recht, da Wescom so verschwiegen ist. Mir blieb gar nichts übrig, als euch zu behelligen. Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Besorgt über Luna zeigen? Ich weiß nicht. Geht es ihr gut? Natürlich. Aber ob ich sie Niflheim ausliefere, hängt ganz allein von euch ab. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Carnegie von der Anrufung? Die Wahrheit sagen. Die Vorbereitung einer Segnung. Die Göttin soll mir Kraft verleihen. Aha, das hatte ich fast vermutet. Ein König mit göttlichen Kräften. Aber ob die Göttin damit ebenso einverstanden ist? Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Die Wahrheit sagen. Ich glaube, nur mit Ehrlichkeit kommt man weiter. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Zerstörung der Stadt ansprechen? Ein Kampf in der Stadt wäre tatsächlich verheerend. Evakuierungspläne sind bereits in Arbeit. Gott! Nachhaken? Ich weiß nicht. Und dafür brauchen sie uns. Ihr habt es erfasst, vorbildlich. Aber lasst mich doch bitte der Reihe nach erklären. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Hilfe anbieten. Na gut, von mir aus. Hab wohl keine Wahl. Sehr direkt. Das gefällt mir. Wie versprochen, werde ich die Anrufung in meiner Stadt dulden. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Übersicht zeigen. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Bündnis anbieten. Ja. Wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja. Ich verspreche, dass die Carnegie vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Carnegie noch Könige Rücksicht nehmen. Verständnis zeigen. Verstanden. Sie tun ihre Pflicht, ich tue meine. Ihr ähnelt eurem Vater. Bedanken. Danke. Ihr befindet euch auf dem richtigen Weg. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Dies war ein höchst konstruktives Gespräch. Möge uns allen Glück beschieden sein. Ja.
Die Behandlung wurde mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen. Oh, Halleluja, ich hatte schon Angst, ne? Gedenkwund C4. Ach, lol. Oh Gott, bin ich froh. Leute, wir haben es geschafft. Oh, ich hatte schon ein bisschen Panik, ne? Ich glaube, beim ersten Mal lief das Gespräch nicht so gut. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Der Tag des Ritus. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Während des Ritus muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du? 2 Schiffe weniger sollten reichen, dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay. Verstanden. Oh oh. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, ne? Ich glaube, das wird keine einfache Sache. Ist das unser Ziel hier? Okay, wir fahren sogar weiter. Luna Freya, Nox Floret. 12 Jahre ist es her, dass Luna Freya und Nox das letzte Mal sah, nachdem der imperiale Einfall in Tenebrae einen Keil zwischen den... Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Schon angekommen. Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Okay. Oh. Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Naja, speichern kann ich nicht. Das heißt, es wird ein bisschen eine Überlänge-Folge, ne? Okay, was ist mein Ziel? Was muss ich? Keine Ahnung, was mein Ziel hier ist. Oh?
Freunde, ich bitte euch, schenkt mir Gehör. Meine Botschaft heute richtet sich nicht nur an Altissia, sondern ganz Eos. Unsere Welt leidet. Sie ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wir müssen handeln. Sonst werden wir bald von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die unsere Herzen verdirbt. Sie ist es, die Zwietracht zwischen uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Die Menschen waren bereit für Frieden. Doch die Finsternis hatte bereits die Kontrolle übernommen und forderte unzählige Opfer. Luna! Trotzdem dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Denn die Götter stehen noch immer unverändert an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen unseren Planeten und sie werden auch uns beschützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht, denn ich verspreche euch. Wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Anrufung der Götter. Der Kanagi ist möglich, mit den Göttern zu kommunizieren und den Menschen zu helfen. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. Das wird nicht lustig, das sage ich euch jetzt schon. Habe ich das Schwert? Ja, habe ich, okay. Sogar Noctis hat bei mir bei der Anhörung von ihr ein Tränchen vergossen. Aber jetzt geht's ab, Leute. Wir haben zu tun. So gut. Ach, da ist noch einer.
Sterb! Keine Zeit für dich. Oh. Zum Glück habe ich so viele Heiltränke. Will ich Waffen muss ich noch ein bisschen aufsparen. Gott. Warte, ich habe eine Idee. Schnell regenerieren. Oh, ich habe eine coole sichere Weste bekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich praktisch gerade. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wäre jetzt nicht so intelligent von mir. Dass nur der erwählte König das Dunkel vertreiben kann. Muss ich eine Göttin belehren? Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, das geht gewaltig schief. Sagst du so? Was ist denn das? Eine Leihgabe der Neffen mit direktem Kurs zur Seeschlange. Nicht dein Ernst. Lange war's vor. Überlass es mir. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott. Beistand anflehen. Segne mich mit deiner Kraft! Otto hat wieder die Gruppe verlassen, ist aber wieder auf uns allein gestellt. Na toll. Muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest? Was zur Hölle?
Okay. Kann ich da ein bisschen frei bewegen? Na, das kann ja ein lustiger Kampf werden. Okay. Ist nicht gerade einfach. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was zur Hölle ist das? Oh Gott. Ich muss meine königliche Kraft aufladen. Selbst. Und erinnere ihn schön an den Kristall. Schnell, kleiner Prinz, die Braut ist am Altar. Der Ring wird den rechtmäßigen König erreichen. Nicht der Dunkelheit. Für immer seinen Frieden finden. Ihr zuerst, werte Luna Freya. Ruhet in Frieden. Na endlich! Luna darf nicht sterben, Alter. Wie bist dieser Bestie? Alter, und der Typi ist auch wieder da gewesen, dieser scheiß Adeln. Ich kann den kotzen auf dem Typen. Der hat Luna verletzt und wenn sie jetzt stirbt, Alter. Will er mit seinem Leben bezahlen. Hm.
Komm schon. Nicht gerade einfach so zu kämpfen, muss ich sagen. Ach so, jetzt hab ich's drauf. Verstehe. Gegen wir Leviathan, mach dir keine Sorgen. Ihr kommt alle nicht davon. Komm schon, komm schon. Ja gut. Okay, bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Wie viel das sind? Weniger als die Hälfte vom Leben noch. Gefühlt hier einfach rumfliegen, ist so geil. Was ist denn? Komm schon. Ich krieg dich. Nicht mehr viel. Gott, diese Stürme, Alter. Krass. Okay. Wir haben sie gleich. Nicht mehr viel. Komm schon. Haben sie jetzt endlich? Komm schon.
Noctis? Luna? Du hast mich also gefunden. Ja, natürlich. Dass wir uns noch einmal sehen. Ich bin so froh. Wie meinst du das? Wieso sollten wir uns nicht sehen? Weil meine Gebete erhört wurden. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Du bist auserwählt, Noctis. Die Sterne leuchten nun für dich. Und du sollst das bekommen, was dir rechtmäßig zusteht. Weißt du noch die Blumen in Tenebrae? Kommt mir vor, als wäre es ewig her. Sie blühen noch immer für dich, in den Tälern und an den Hängen. Bist du auch dort? Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben. Doch dieser Augenblick muss uns reichen. Warum? Ich wollte dich doch retten. Wenn die Welt um dich einstürzt und es keine Hoffnung gibt. Wenn du alleine bist an einem lichtlosen Ort. Dann schau zu den Sternen. Wisse, dass ich dort bin. Und dass ich für immer über dich wachen werde. Leb wohl. Geliebter Noctis. Wieder zurück. Ich sag den anderen Bescheid. Kann aber ein bisschen dauern. Bist du verletzt? Es war ein hitziger Kampf. Da fallen Opfer. Und Luna? Ist eines davon. Das ist von Umbra. Thank you.
Was soll ich dazu sagen? Ich hatte vor, heute noch ein paar Tränen zu vergießen und ein paar Tränen in den Augen zu haben. Das ist gar kein Ding. Alter. Also es ist schon happig, ne? Was sie jetzt gerade gesehen haben. Luna scheint wohl wirklich verstorben zu sein. Hat uns noch den Ring gegeben, der uns zusteht. Ignis hat im Kampf sein Augenlicht verloren, ist nun blind. Wahrscheinlich gefühlt die ganze Stadt ist zerstört. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Ne? Ich weiß wirklich nicht, was dazu sagen soll. Kapitel 10, die Börder des Königs. Die vier Freunde setzen über die See und steigen in einen Zug, der sie zur imperialen Hauptstadt Gralia bringen soll. Unterwegs wollen sie eine weitere Königshafe in ihren Besitz bringen, um die Rückeroberung des Kessels gewacht zu sein. Auch den Ring könnte Noctis helfen, doch ist der Prinz nicht bereit, sein Erbe zu schultern. Und die Szenen mit Luna, die waren so schön, aber so traurig zugleich, ne? Das sah so toll aus, aber gleichzeitig brach es einem einfach das Herz. Also schon damals so ein Schock. Die Astralplage. Einige Wochen später. Also, fahren wir auch nach Tenebrae? Erst müssen wir zum Königsgrab in Kartanika. Ignis, willst du nicht? Meine Wunden sind verheilt. Auch wenn ich nichts sehe. Für wen hältst du dich? Bitte? Wir halten nicht in Tenebrae. Wie lange willst du dich noch so aufführen? Wie hättest du denn gern, dass ich mich sonst aufführe? Du könntest damit anfangen, endlich mit Ignis zu sprechen, der es im Moment am schwersten hat. Lass mich los. Und den Ring könntest du auch endlich benutzen. Luna hat sich geopfert, damit du deine Pflicht erfüllen kannst und du versinkst in Selbstmitleid. So was muss ich mir nicht anhören. Offenbar schon! Oder sollte Ignis umsonst erblindet sein? Genug, Gladio! So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's Maul! Hör endlich auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalt dich entsprechend, du Lusche! Noct! Lass ihn! Bis zur Ankunft in Kartanika kann auch das freien Zug bewegen, konnte die Abteilung nach Blieben. Außer planmäßiger Halt.
Alter, was für eine Szene war das bitte? Speichern kann man immer noch nicht. Ja, die Folge wird ein bisschen Überlänge haben, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Abteilungsbeleuchtung nicht anfassen. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich gehen soll. Nicht mehr lang, dann sind wir in Cartanica. Diese Männer in schwarzen Klamotten machen mir Angst. Kind, sowas sagt man nicht. Kann ich verstehen. Rumgeschrei. Diese vollen Emotionen. Das ist auch einfach synchron. Ein riesen Lob an die Synchronsprecher. Das kam ja sowas von rüber. Energie vermisst. Prinz am Leben. Luna Freya noch Sorette. Energie und Prinzessin des einstigen Königs der Nebrae. Weil seit Anrufung Livia tanzen hat, ist hier vermisst. Es muss davon ausgehören werden, dass sie den Zorn der Wassergöttin nicht überlebt hat. Auch ihr verlobter Prinz Locke des Lutzes Kaleum wurde von den Fluten mitgerissen und schwer verletzt. Er wachte jedoch wieder ein Wunder aus seiner Koma und ist nun auf dem besten Weg zur Genesung. Boah, Alter, mach mich nicht fertig, ne? Die Baumdecke Castino-Grube. Woher stammt der giesige Baum, der auf einmal der Castino-Grube gewachsen ist? Noch immer geht es den Wissenschaftler, wie es zu seinem schnellen Wachstum kommen konnte. Experten vermuten jedoch, dass zwischen dem botanischen Wunder und dem Machen der Tod der Göttin, Götter, ein Zusammenhang bestehen könnte. Sind wir bald da? Nicht mehr lange. Weiter. Ja, ich kann mal nicht mit ihm reden. Ha? Oh, Jemine, was für ein Streit, ne? Was haben wir hier Schönes? Okay. Was ist? Bin ich dir zu langweilig? Red doch keinen Unsinn. Hier ist wahrscheinlich, oh nee, noch nicht eine Station. Was haben wir da Schönes? Super Elixier. Ist nichts mehr. Jetzt können wir da was essen? Wahrscheinlich nicht. Die Regierung Akkordos erklärte, dass die Katastrophe nach dem Ritus fortan als Zorn der Wassergöttin bezeichnet werden soll. Die akkordische Regierung ist mehr als glücklich über den Umstand, dass seine Majestät Noctis wohl auf ist. Wir wurden von einer äußerst schweren Katastrophe getroffen. Die Wiederaufbauarbeiten in der Stadt werden wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass uns die Taten zweier tapferer Menschen vor wesentlich schlimmeren Verwüstungen bewahrt haben. Bezüglich der als vermisst geltenden Kanagi Luna Freya fügte Premierministerin Klaustra hinzu, dass die Suche in vollem Gange sei. Es ist eine Suche. Es ist doch klar, dass sie tot ist, oder nicht? Sie wollen es wahrscheinlich einfach noch verheimlichen. Ist sicher tot. Ja, von den Fluten verschluckt. Vielleicht hätte sie sich nicht zeigen sollen. Der Dienstorden des Imperiums. Hier scheint eine Station. Hier wird gerade poliert, wir bitten um Verständnis. Und dann kann man wieder zurücklaufen, vielleicht noch in die andere Richtung. Dieser Phrase ist total überteuert. Keine Ahnung, was du erwartet hast. Schließlich ist das hier immer noch ein Niflheimer Zug. Okay. Also sie sagen zumindest, dass die Luna als vermisst gilt, aber soweit mir ist, ist sie wirklich verstorben. Dieses Arschloch von Aden hat ihr noch in den Bauch gestochen mit einem Dolch. Wollen wir in den Speisewagen? Also bin ich dir doch zu langweilig. Gib's doch zu. So ein Blödsinn. Ich habe einfach nur Hunger.
Apropos Hunger, ich muss nachher auch was da Eis gehen nach der Aufnahme. Oh Gott. Es zögert sich heute etwas, aber ich sag's euch, das ist gefühlt der beste Teil hier momentan von der Story. Weil die Emotionen zwischen den Charakteren kommen so krass rüber, ne? Der Zug ist am Bahnhof Katanik eingetroffen. Paul hat wahrscheinlich nicht mal alles angucken können. Irgendwo hier soll also ein Königsgrab sein. Außerplanmäßiger halt. Blinde Loyalität, Informationen zum Königsgrab sammeln. Wir haben ja auch noch Nebenquests, die wir absolvieren können, wie Kanalsekunden. Das ist der Moment, den wir speichern können. Ja, was sag ich zu dir, Folge? Das ist Emotionen pur. Vor allem das erste Mal, als ich es gespielt habe, das war ein Riesenschock für mich, also das war emotional pur. Ich war jetzt schon ein bisschen darauf gefasst, aber ich hatte sehr, sehr viel auch nicht mehr so im Kopf, wie das hier gezeigt wurde. Also ich habe einiges auch vergessen. Das ist halt das, je nachdem auch Gute an einer vergesslichen Person. Ja, ich habe es nochmal ein bisschen mitgefühlt, miterlebt. Die Story wird noch spannend weitergehen, das kann ich euch versprechen. Ich hoffe, ihr seid auf der Reise mit dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen eine Überlängenfolge war. Aber es war wirklich, eine krasse, emotionale Story bisher. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge Final Fantasy XV. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier mit der Story weitergeht. Und wir die Informationen zum Königsgrab sammeln können. Ich danke euch. Tschüss.